Vielen Dank. Vielen Dank, guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Wir freuen uns total, wieder in Dresden zu sein. Und wir waren schon bei dem Swing und Dein im Gewandhaus heute ab 18 Uhr. Da waren wir schon und haben also gediniert und nebenbei haben Kollegen geswungen und Dein in Swing. Das können wir sehr empfehlen. Und jetzt spielen wir hier, freuen uns, dass Sie da sind. Wir spielen vor allem Tango heute. Wir waren, seitdem wir das letzte Mal vor 2 Jahren in Dresden waren, Heller Rau haben wir gespielt, das war ein schöner Saal. Und jetzt ist er in diesem Saal und wir sind noch die gleichen, haben aber unseren Lieblingspianisten dabei, Chris Gall am Piano. Ja. Und waren zwischenzeitlich in Buenos Aires. Seitdem können wir nicht mehr metronomisch spielen. Haben Sie jetzt am Schluss gemerkt, ja, das wird schneller und langsamer. Das haben wir von den Taxifahrern in Buenos Aires gelernt. Aber das wird dann mein Kollege, der Herr Lofka, wird Ihnen das nachher noch näher erklären, oder? Erläutern. Ja. Nun, es geht ja nicht darum, warum wir das spielen, sondern halt, was wir spielen und wie wir das spielen. Und das ist jetzt gewesen Por una cabeza, ein alter Tango. Und jetzt spielen wir mehrere Tangos am Stück. Und Por una cabeza ist so die Geschichte, wo einer beklagt, dass er alles verloren hat beim Pferderennen. Um eine Pferdekopflänge, cabeza, und hat nichts mehr, Hose, Hemd, Geld, sowieso Handy, Hund, Leber, alles ist verspielt. Das ist natürlich nur symbolisch. Ja. Er hat alles auf eine Frau gesetzt und die hat ihm alles entrissen.
und er geht nie mehr wieder zum Pferderennen und hält sich fern von derlei zwielichtigen Geschäften und lebt ein Leben im Kleinen, im Hintergarten mit so Bäumchen züchten und Pferde striegeln, das macht er jetzt. Und schielt immer trotzdem noch rüber zum Pferderennen und wird am Schluss singt er, wenn wieder eine ganz tolle Stute am Start stünde, würde er wieder alles draufsetzen. Also jetzt andere Tangos am Stück, fangen an mit Garcias Tango, haben wir einem Kommissarin, einem Krimi gewidmet, Garcia. Thank you.
Vielen Dank. Das war einer von vielen Tangos, die wir gefunden haben. Wir sind in Buenos Aires. Wir haben schon auch geprobt jeden Mittag und auch gegessen, aber wir sind jeden Abend lange ausgegangen und haben viele Musiker getroffen und Tänzer gesehen und Wein getrunken und eben Lieder gesucht oder Melodien oder einzelne Töne auch nur. Und manchmal haben wir, also eigentlich haben wir immer viel zu viel gefunden. Das ist oft ein Problem, wenn man was sucht und dann findet man viel mehr, als man eigentlich haben will. Weil es gibt so viele schöne alte Stücke und das war eins davon, das hieß Buscándote, auf der Suche nach dir. Und das nächste Stück ist von meinem Freund Didi. Didi, schön, dass du mich vor 30 Jahren gefragt hast, ob ich mit dir spielen will. Es war wirklich so. In einer kalten Novembernacht 1985 hast du mich das gefragt, danke. Du hast mir bis heute nicht geantwortet. Gut, dann sage ich halt ja. Was das nächste Stück ist von dir, was ist das für ein Lied? Das ist eine nette Einführung. Freut mich sehr, dass du... Ja, wir spielen wirklich seit 30 Jahren zusammen. Krasse Geschichte. Das nächste Lied ist sehr hektisch, weil es ist allen Taxifahrern der Stadt Buenos Aires gewidmet. Und der Taxiverkehr in dieser Stadt ist wirklich extrem hektisch, der ganze Verkehr. Aber die Taxifahrer sind nochmal der Spur hektischer, weil es denen immer so pressiert. Und wir haben aber gemerkt, bei aller Hektik, es war immer eine Riesenfreude, in diese Taxis einzusteigen, weil die Fahrer alle so offen waren und so freundlich und die wussten so viel. Eigentlich waren das fahrende Lexika. Ja, man konnte gerade zum Thema Tango konnte man echt alles fragen und die wussten sofort eine Antwort, wenn auch von Taxi zur gleichen Frage unterschiedliche Antworten, aber eine Antwort war oft gleich da. Die wollten dann von uns immer irgendwas von Bayern München wissen und so, aber das haben wir dann immer schnell weggeschoben und sind gleich wieder zum Tango gekommen. Und das war sehr aufschlussreich. Eine der wichtigsten Grundregeln, die wir gleich erfahren haben, da hat ein Taxifahrer da immer so böse nach hinten geschaut, so aus dem Augenwinkel, und das war deswegen, weil der ein Akkordeon bei uns gesehen hat. Und die wichtigste Grundregel ist, man darf eigentlich heutzutage mit dem Tango alles machen, nur nicht ihn mit dem Akkordeon spielen. Es war uns dann jetzt, hat uns nicht so getroffen, aber einen Mann bei uns, den hat das arg getroffen und er hat seitdem, verbringt er die Hälfte seines Lebens nur noch auf einem Bein. Das muss man nicht machen, um das Bandoneon zu spielen, das einzige Instrument, das man für den Tango verwenden darf. Oder wir haben dann auch immer gefragt, was halten Sie von Astor Piazzolla? Und da haben wir schon gemerkt, er ist sehr umstritten, der spaltet die ganze Nation, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn, weil er so schöne Stücke wie das gerade, so harmonische, freundliche, nette, leicht zwingende Stücke, die viel in den Kaschemmen und Bordells der Stadt gespielt worden, die hat er genommen und hat sie total ernst gemacht und strenger und fast furchteinflößender und konzertanter und hat sie auf die großen Konzertbühnen der Welt gestellt, diese Musik. Und dafür lieben ihn die einen, weil er die Musik so geadelt hat und die anderen, denen er die Musik weggenommen hat in den Bordells und den Kaschemmen, die hassten ihn dafür. Und so war es auch bei den Taxifahrern. Wie? Bordelle? Ja, ich habe da nicht so viel Erfahrung, darum sage ich das falsch. Den einen hat er, du bringst mich ganz durcheinander, den einen hat er, die einen hassen ihn, weil er ihnen die Musik weggenommen hat und so auch bei den Taxifahrern, da war einer total zornig, der hat dann gleich einen U-Turn mit seinem Taxi auf die Frage, Astor Piazzolla, was halten Sie davon, einen U-Turn und gleich über vier Spuren an den Randstein hingeschleudert und wir sind alle rausgefallen, wir durften nicht einmal bezahlen. Das haben wir dann auch in dem Stück verarbeitet. Ganz am Schluss ist diese Bremsung, ganz die letzten paar Takte, das werden Sie dann hören, wie wir alle aus dem Taxi rausfallen. Oder andere Taxifahrer, die lieben Piazzolla. Einer, der hatte ein paar Flaschen Rotwein im Getränkehalter, der liebte ihn total und der hat dann seinen Sitz zurückgeschraubt auf die Frage nach Piazzolla und ist dann schnell losgefahren und hat nur noch mit einem Finger so gelenkt und ist ganz lässig in seinem Taxi gesessen, hat er die Musik von Piazzolla dazu aufgelegt und hat dann gesagt, er zeigt uns jetzt den wahren Tango. Und dann ging es auch über vier, fünf Spuren und
sich gedreht und mal dann einen Reifen hinten hoch und dann musste wieder bremsen und dann war es wieder langsamer und dann wieder schneller. Und das ist das, was mein Freund schon gemeint hat, im Tango ist das Tempo nicht mehr so strikt. Ja, jetzt haben wir lang zu Metronomen geübt und jetzt brauchen wir das nicht mehr, den Tango, der wird langsamer und schneller und leiser und wieder flotter und lauter. Genauso war diese Taxifahrt. Und da sind wir stundenlang gefahren oder gefühlte Stunden und wir mussten dann auch nicht bezahlen, weil der Fahrer selber so begeistert war von sich. Naja, auf jeden Fall, wir haben viele verschiedene Leute kennengelernt in den Taxis und weil das so eine positive Erfahrung war, haben wir ihnen ein hektisches Stück geschrieben, den Buenos Aires Taxi Drive. Dankeschön.
nächsten zwei Stücke sind sehr kontrastreich, weil das eine ist jung, das andere ist alt. 80 Jahre Unterschied, das erste ist von Andreas am Bandoneon entworfen und dann für uns arrangiert. Das ist ein schönes Stück, das heißt Casa de los Sueños, Haus der Träume. Und das zweite ist 80 Jahre alt. Muss man mal sagen. Liegen direkt beieinander, obwohl sie so unterschiedlich sind. Wir finden, das verträgt sich gut. Ist 80 Jahre alt, ist von Carlos Gardel, Tangosänger, Fotomodel, Schauspieler. Kam 1935 bei einem Flugzeugabsturz zwischen Medellin in Kolumbien und Buenos Aires ums Leben. Wurde über Nacht zur Legende, ist vielleicht heute noch der meistgehörte argentinische Sänger überhaupt. Und von dem ist dieses zweite Stück, das heißt El Dia que me quieras, der Tag, an dem du mich lieben wirst. Thank you.
Thank you.
Dankeschön. An der Harfe, Evelyn Huber. Kontrabass, Didi Lofka. Saxophon, Molo Franzell. Bandoneon, Andreas Hinterseer. Und am Piano, Chris Gall. Dankeschön. Wir machen Pause. Wir machen Pause. Wenn Sie Lust haben, können Sie draußen mit uns chillen. Das ist so eine richtige Chill-Lounge da draußen. Und lassen Sie sich nicht stören dabei, dass wir nebenher CDs verkaufen, wenn Sie Lust haben. Wir haben mittlerweile 19 verschiedene CDs, ganz neu die Tango-CD, das heutige Programm, den heutigen Stücken mit den heutigen Musikern. Und es gibt auch ein Hörbuch dazu, wo man, es ist eine Vorbereitung zu dieser CD, da können Sie uns auf unserer Reise durch Buenos Aires nachreisen und nachverfolgen, was wir da so erlebt haben. Oder wir haben eine Kaffee-CD, wir haben doppelte Langspielschallplatten, 7 verschiedene Weihnachts-CDs. Hören Sie es schon grollen in der Ferne, da kommt schon Weihnachten. Jetzt wird es dann wieder wild überall, weil jetzt kommt die ruhige Zeit. Oder wir haben auch Postkarten und Spielpläne und Hörbücher, Kinderlieder haben wir auch, ein Märchen für Kinder. Große Auswahl und total freundliche Verkäufer. Kommen Sie doch vorbei und wir bedanken uns jetzt schon für das Zuhören. Vielen Dank.